Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Hey, ich farbe von meinem T-Shirt ist anders und das heißt neue Aufnahmesession. Aber altes Ziel mit diesem komischen Windschwert den Riesen killen. Ich bezweifle auch, dass es sich lohnt, da Glut anzumachen bei dem. Weil ich vermute mal, dass es so gedacht, dass er mich one-hittet. Mit oder ohne Glut. Ich meine, ich hätte genug. Ja, wobei 8. Das war schlecht. Warte, wo war Rennen? Hier war nicht Rennen. Ja, ich habe die letzten Tage... Ich habe mir eine Switch gekauft und habe die letzten Tage ziemlich aktiv Breath of the Wild gesuchtet. Geiles Spiel, aber halt eine völlig andere Steuerung als das hier jetzt. Hat aber auch sein Gutes. Jetzt muss ich nicht mehr darauf achten, dass ich alle Seelen bekomme. Weil es eh für den Arsch ist. So, hier ist Rennen. Holy fuck, die Folge geht ja gut los. Das hat nicht so geklappt, wie ich gehofft habe. Ich teste mal kurz was. Sekunde. Ich kann zweimal schnell ausweichen. Okay, bis dahin. Also wenn ich... Wenn das Zeitfenster zwischen zweimal drücken weniger als eine Sekunde ist, dann kommt es nicht in die Queue. Ne, 0,5 Sekunden habe ich jetzt. Wenn ich zweimal schnell drücke, dort schon nur einmal. Aber wenn ich zweimal mit einer Verzögerung drücke, dann setzt das in die Input-Queue. Ich habe mir eine Mod installiert, die den Input-Buffer so ein bisschen runterschrauben soll. Die funktioniert so halb. Doch zu! Wieso hat er nicht zugeschlagen beim zweiten Mal? Hä? Hä? Ich... Hä? Ich drücke Weapon Art. Lade auf, bis das Schwert leuchtet. Und dann drücke ich normalen Angriff. Ah, nicht genug Ausdauer gehabt. Wenn ich ein Weapon Art Stance bin, regeneriere ich keine Ausdauer. Das war's Problem. Ja, hier. Und ohne Ausdauer kann ich auch nicht zuschlagen. Nein. Xbox Controller Knöpfe sind vertauscht. Das ist halt auch die Sache. Auf der Switch natürlich hier der B-Knopf und hier der A-Knopf. Entsprechend sind auch Abbrechen und Bestätigen vertauscht. Wenn ihr wissen wollt, womit jemand aufgewachsen ist, zeigt ihm einfach 4 unbeschriftete Knöpfe und sagt ihm, er soll euch zeigen, wo der X-Knopf ist. Je nachdem, wo der ist, wisst ihr, ob Nintendo, PlayStation oder Xbox. Und hinzu kommt, es ist lustig. Aber, gut zu wissen, dieser Vorwärtsschlag one-hit mich nicht. Nur dieses so vorne, horizontal runter. Na gut, wenigstens, man kommt ohne großen Aufwand zum Boss, das ist einigermaßen angenehm. Reicht das schon von der Reichweite her? Nein. Das war schlecht. Okay, also das Windschwert hat nicht ewig viel Reichweite. Ich muss halt aufladen, wenn er gerade irgendwas anderes macht. Wenn er einfach nur auf mich zukommt und zuschlägt, ist er schneller da, als ich ausholen kann. Plus, ich habe ja auch noch den Delay, bis ich dann tatsächlich zuschlage. Du stürzt nicht ab, solange du noch einen Pixel Boden unter den Füßen hast, ne? Die gute alte Gaming-Regel. Weil ich an dem scheiß Stein festgehangen bin, ernsthaft. Na gut. Ich brauche eh keinen Estus Flask beim Boss, weil mich der sowieso one-hittet, von daher. Aber vorhin der Einschlag habe ich nicht gewone-hittet.
Habe ich in der Weapon Art vielleicht ein bisschen mehr Resistenz in der Stance? Kann sein. Liegt es vielleicht am Schild? Weil ich ja mit dem Schild in die Weapon Art gehe. Okay, 4 Sekunden, wenn ich gerade nicht verzählt habe. So, das müsste reichen. Ja. Ausdauer aufladen lassen. Ach ja. Nochmal, ich spiele nicht Breath of the Wild. Hier ist Ausweichen auf B, nicht auf Y. Hier ist Ausweichen und Rennen auf dem gleichen Knopf. Also, in Breath of the Wild ist Ausweichen auch nicht auf Y, sondern auf X, aber das ist ja, wo hier der Y-Knopf ist. Alter. Geil, dass man die ersten 10 Minuten der Folge damit verbringen, mit B bestätigen zu wollen und sich dann wundern, warum man die Leiter runterfällt. Holy fuck, bin ich kacke. Und jetzt versuche ich dann mit A zu rennen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Wieso habe ich eigentlich 2 nicht? Achso, weil ich mit Y ausweichen wollte. Ach ja. Gottes Willen. Ja gut, seht ihr mich halt ein paar... Na gut, aber das dann, weiß nicht, 6 Minuten. Ich meine, come on, von einer 30-Minuten-Folge. Tu mal einfach so, als wäre das bis eben nicht passiert, aber rausschneiden tu es jetzt nicht, weil ich meine, es war ja einigermaßen lustig. Wieso ist jetzt immer nach einem Treffer bereits in die Feuerphase gegangen? Habe ich mehr Schaden gemacht, wie ich ihn am Kopf getroffen habe, oder was war das? Sobald ich ihn anvisieren kann, ist er safe in Reichweite. Ja, Feuerphase, jetzt schon. Aus Gründen. Das war wenigstens der richtige Knopf dieses Mal. Hallo, ich bin gedodged. Dieses Mal wirklich. Übrigens richtiger Knopf, aber... Ich muss den irgendwie im Stunlock halten. Ansonsten habe ich da nicht wirklich Chancen gegen. Okay, ich test mal. Das wollte ich nicht. Ich wollte rennen. Mit A. Mal gucken, wie oft das heute noch passieren wird. Wenigstens visiere ich mir den richtigen Knopf an, was aber auch daran liegt, dass ich in Breath of the Wild immer meinen Gegner anvisiere und stattdessen das Fernglas anschalte. Ach ja, Spiele, die sich sehr ähnlich sind, aber eine komplett andere Steuerung haben. Gibt doch nichts Schöneres. Oh, ich habe einmal so ein Spiel gefunden, das war so ein GBA-Spiel. Ich weiß nicht warum, wer das für intelligent gehalten ist, aber ich bin nach rechts gelaufen mit A, nach links gelaufen mit B und gesprungen mit dem Steuerkreuz. Mit allen Steuerkreuztasten, wohlgemerkt. So, Ausdauer. Ich mach gleich wieder die Feuerform, okay. So, aufstehen bitte. Ja, genau. Oh, er schlägt hier mal zu. Okay. Und ich habe wieder mit A rennen wollen. Okay, aber so klappt's. Aber wieso geht er schon nach einem Schlag in die Feuerform dauernd? In der letzten Folge habe ich doch 2 Schläge gebraucht, bis er in die Feuerform gegangen ist. Hä? Leiter wir mit B benutzen wollen. Ah, scheiß Muskelgedächtnis.
wenigstens es bewegen und kann man auch schon auf den gleichen Analogsignal und nicht gespiegelt. Ansonsten würde ich ja komplett einen Koller kriegen hier, glaube ich. Aber ich wüsste auch kein Spiel, in dem das so ist, oder? Kennt ihr ein Spiel, in dem man die mit dem rechten Stick steuert und der linken die Kamera dreht? Das wäre hart komisch. Naja. Okay, also. Ne, war nur Lichteffekt. Da kann ich aber irgendwas auf dem Schwert drauf. Ist das mein... Dieser Nebel? Ich habe irgendwie so einen komischen Effekt, wenn ich auf den Nebel zugehe. Der Schlag stärker, wenn ich länger auflade vielleicht? Okay, etwa 6000 Schaden mache ich. Das war dämlich. Und ich habe schon wieder mit A ausweichen wollen. Meine Fresse. Das ist komplett falsch. Mit A weiche ich doch überhaupt. Da! Okay, neuer Plan. Aber es ist ja wieder nicht in die Feuerform gegangen. Deswegen habe ich mein Timing verschätzt. Hä? Habe ich einen gewissen Zufallswert im Damage? Okay, also. Ich habe 5700 Schaden gemacht. Er ist nicht in die Feuerform gegangen. Merken. Und deswegen hatte ich ein Schild oben. Für das eine Mal, wo er nicht springt. Aber dann macht er zum Glück einen Charge-Angriff, bei dem er durch mich durchgeht. Nicht, dass ich ein Problem mit hätte, aber warum können die nicht durch mich durchchargen? Aber ich nicht durch sie durch. Ich sag, habe ich kein Problem damit. In dem Fall jetzt. Ich habe irgendwie so ein Blur, wenn ich auf den Nebel zulaufe. Was hat der für einen Helm auf? Ist das eine Kochmütze? ...1900 Schaden. Und er macht sein Feuer an. Okay. So, steh auf. So, in Deckung. Achso, ich habe keinen Ausdauer gehabt. Okay, das hat geklappt. Komm schon! Duh. Okay, also sagen wir mal, sein Trigger ist bei etwa 5800. Wenn ich weniger Schaden mache als das, geht er nicht in seine Feuerform. Dass der Schlag halt meine ganze Ausdauer zieht. Und ich dann noch 100 Jahre brauche, bis ich wieder Ausdauer bekomme. Den Glorantiering trage ich, oder? Ja. Bist du... Wo bist du? Da bist du. Bist du auch aktiv, wenn ich zweihändig halte? Ja, okay. Jetzt ist die Frage, stecken sich der Graswappenschild und der Chlorantiering? Weil ich habe nur einen Buff-Anzeiger. Ich mach's halt. Das ist neu. Das hat der bisher nicht gemacht. Ich habe gerade noch eine Idee. Ach ja. Mit dem Schild geht das ja nicht. Einer noch so, wie kannst du es wagen, ein Schild zu benutzen, wie man nicht parryen kann? Ganz einfach, weil ich nicht parryen kann. Okay, aber mit der Taktik kriege ich zwei safe Hits raus, auf jeden Fall mal.
Wobei, das hätte mich vielleicht getroffen. Das hätte ich dem vielleicht dodgen können. Dodgen sein Bein durch. Nein, nicht trinken! Achso, weil... ich den Raptor bald mit X angreife. Also Y, aber... Ja, es klappt! Die Hand da gerade! Ich kann auch aufladen, dann im Nachhinein erst zuschlagen. Die Ladung bleibt kurz bestehen. Gut, wenn man das weiß, ist es weniger schwierig. Wenn man das weiß, ist der Kampf nicht mehr so schwierig. Ach nee, halt A. Fürstenasche. Oh. Aschefürst gefallen. Na, sieh mal an. So, dann bleibt jetzt bloß noch Aldridge, oder? Ich wüsste nicht, wo ich sonst hin soll. So. Schwert ist jetzt useless. Vermute ich mal. Bin ich blind? Da. So, den Havelring braucht man dann. Den Havelring braucht man dann auch nicht mehr. Hm. An sich will ich den zwar anziehen. So grundsätzlich. Ich glaube aber jetzt gerade aktuell nicht. Also einfach deswegen, weil der zwar meine Zauber verstärkt, aber Aldrich halt Magieresistenz ist und ich gegen den eh nicht, das gegen den eh nicht viel bringt. Wie viel HP ziehst du mir eigentlich ab? Ich hab. Wo steht denn meine HP? Da. 607. Okay. Nicht mehr so viel wie früher. In Dark Souls 1 hat es mir da die Hälfte HP abgezogen oder so ähnlich. Ich nehme mal den. Weil ich mich bei Aldrich ja eh heilen muss, sobald ich von irgendwas Schaden kriege. Gehen wir mal zum Feierlingsschein zurück. Hallo? Das war gerade komisch. Wieso mache ich das? So. Das war hier unten nichts, oder? Soweit ich mich erinnere, bin ich alle Wege abgegangen. So, also, was ist der Skillplan? Ich muss auf mindestens 60 Intelligenz kommen. Ich will aber auch noch mehr... Ach ja, ich kriege automatisch Loot an, wenn ich einen Boss besiege, richtig. Ich will aber auch noch... Was habe ich denn jetzt für ein... Achso, das ist sehr vom Ring. Welcome home, speak thine. So. Well. Then touch the pig, no. Also, ich nehme mal... Eins in Vitalität. Trage ich denn meine Vitalität erhöht? Moment. TP 772. Aber Basis-TP habe ich nur 500 irgendwas. Anzeige zeigt zumindest gerade eben hell. Bin ich komplett bescheuert? Der heilt nicht, oder? Nee. Hm? Das wären nochmal 50. Mach ich aber gerade nicht. Das klingt lustig. Den Ring habe ich da vorher gehabt. Der Chlorantiering. So, okay. Ich habe... Ach ja, jemand meinte, ich hätte...
Dingens hier, Knochensplitter gefunden. Hey, noch stärkeren Estus. Ich glaube, plus 5 ist das Maximum, oder? So, Jorm müsste so von der Größe her hier hocken, glaube ich, oder? Wobei, der Jorm ist gar nicht größer, der ist nur erhöht. Ah, nee, das da ist Jorm. Oder das ist doch Jorm, oder? There we go. Das wollte ich hier gerade mit X hochklettern. Alter, zu viel Breath of the Wild gespielt. Werde ich nachher auch nochmal weitermachen. So, hier, was war sie nochmal? Ach ja, genau. Gut, dann fehlen bloß noch 2 Fürstenseelen. Ich werde mit ihm reden. Aha, so. So. Das ist das schwarze Schlange. Lässt flackernde schwarze Flamme am Boden tanzen. Auch 15 Glaube. Das ist eine Pyromantie, okay. Ach ja, die Boss, die ich auch noch nicht benutzt. Hier, Jorms Großschild braucht 40 Stärke. Ja, lecko mio. Ja, ist halt ein Schild, ne? Ah, hier. Jorms Großmachete. Ist eine Stärkewaffe. Hm. Oh. Also, ist es nicht komplett kacke? Kriegsschrei. Eine von langer Zeit von Jorm den Riesen eingesetzte Machete. Einst trug Jorm im Kampf ein Großschild, aber eines Tages erhielt seine Machete linksseitig eine Kerbe. So kam es zu einer Schmettertechnik, wenn ihr bekannt war. Kriegsschrei. Der Kuss sich einen Angriff verstärkt und einen schweren Schmetterangriff ermöglicht. Ich vermute, das war das, was der gemacht hat. Das wollte ich nicht. Okay, dann NPC-Dialoge. Was ist mit der einen, die ich heiraten soll? Ist die jetzt echt wieder da inzwischen? Okay, also der ist schon mal nicht da. Ah, yes. There is one thing that you should know. There is a darkness within man, and I'm afraid you will peer into it. Whether the fear will spark self-reflection or a ruinous nostalgia is up to you entirely. Fear not. Your choice will bring you no scorn. Okay. There is one thing. Ja, okay, Hartmann. Do stay safe. Ich muss aber wieder eine neue Schriftrolle befinden, bevor der Typ da sauer wird. Sagst du was Neues? Ich habe keinen Foliant mehr für dich gefunden, oder? Oh, Champion, after you wish to hear a tale. You know, in my home of Karim, I would be bothered, but if I... Oh, terrible. Hm. Ja, ich hatte die... diese finsteren Wunder von. Hm. Na gut. Warte, aber irgendwas mit Intelligenz. Erneuter Tod. Nein! So, und hier war nur der Heiligenring, ja? Na, ja. Have a... Erinnert mich an was? Kann ich eigentlich? Nehmen wir den, der sieht besser aus. So. Kann ich eigentlich? Habe ich die erste Frage, habe ich den Zauber? Zwei. Okay, also das sollte jetzt eigentlich nicht mehr gehen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Okay, test mal was anderes. Nehmen wir mal das da. Und, keine Ahnung, den da. So, und wenn ich jetzt
den hier hinpack und den dahin und du fliegst mal kurz weg. So. Jetzt habe ich ein Zauberschild. Zockt massiv Mana. Der kann jetzt Zauber blocken, oder was? Könnte man gegen Aldridge mal versuchen? Hier ist aber nicht angezeigt, ne? Nee. Was ist denn der Schild, mein Schild mit der größten Magieresistenz? Der. Dann könnte man das mal versuchen. Ja. Mach ich mal. Nehmen wir den da. So. Rüstung trage ich auch die mit der meisten Magieresistenz, meine ich. Ich will trotzdem noch eine Rüstung tragen, weil Aldridge ja auch physisch angreift. Vorher teste ich aber noch was nämlich auch einer in den Kommentaren meinte. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich stimmt oder nur ein Joke gewesen ist. Man weiß ja nie, wer so alles kommentiert, ne? Trau schau wem. Der Gestalt ziehe ich jetzt doch nochmal. Wobei, brauche ich eigentlich nicht. Achso, ich hätte jetzt, wenn ich die Pyromantieflamme abnehme, brauche ich Feuerball eigentlich auch nicht. So, irgendeiner meinte, dass ich die Brücke hier, dass die gar nicht mal so weg ist, wie sie aussieht. Also hier ist schon mal nichts zum Drauflaufen. Vielleicht, wenn ich eins weiter runtergehe. Dann halt hier. Das ist ein Bonfire. Das könnte sogar sein. Aha. Jawohl. Ich will nur sicher gehen, dass ihr eh ein Bonfire. Wer hockt denn da? Whitebar. Priscilla? Nee, ist nicht Priscilla. Dacht gerade. Aber falsche Welt, die hat noch ein Ariannel zu sein. Wer ist das? Name thyself, stranger. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Das ist die Kommandantin der Finstermondritter. Okay. Thou thinkst too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Also ich trage die Rüstung, also von daher. Ganz so ritterlos. Die Thou's ist groß. Journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords. Then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Okay. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. So, gut, nächster Eid. Sagst du noch was? Oh, good blade of the Dark Moon. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Beweis der Eintracht darbieten?
Achso, Beweis der Eintracht. Okay. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Okay. Off so soon may the Dark Moon. Was ist denn hier sonst so? Ah, abwärts ist hier. Aber ich würde sagen, gucken wir uns im nächsten Part ein bisschen genauer um. Ich port mich kurz zum Firelink, scheint so, dass ich nicht invaded werde zwischen den Parts. Weil wenn ich schon invaded werde, sollte das ja auch sehen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.